Hallo, guten Tag. Mein Name ist Thomas Krüger und willkommen zum Teil 2 mit Profoto. Mit mir ist Marc Letenet von Profoto und er hat uns auch hier ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar den B1X und den B10. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Erklär uns mal, was denn am B10 alles so für Features gibt. Okay, also der B10 ist unser Akkugerät, unser mobiles Gerät sozusagen, gibt es in 2 Varianten. Das ist jetzt der B10 Plus, der ist ein bisschen länger, hat 500 Wattsekunden. Der B10, der kleine Bruder davon, hat 250 Wattsekunden. Sind beides Batteriegeräte, haben aber auf der Akkuseite sozusagen die Möglichkeit, das Ladegerät direkt in den Akku zu stecken. Das heißt, wenn ich im Studiobetrieb bin, kann ich auch wirklich am Netz arbeiten und brauche nicht die Akkus wechseln. Und der Akku wird schneller geladen, als er verbraucht wird, richtig? Auf jeden Fall, also wird er ausreichend geladen, genau. Also wenn ich jetzt ein großes, ganz schnelles Modeshooting, ich habe es noch nicht erlebt, will ich mal sagen, dass der Akku leer gegangen ist, während man fotografiert hat am Strom. Okay. Was viele vielleicht interessiert ist, gibt es einen Dauerstromadapter für dieses Gerät, dass man quasi eine Dauerstromlösung unabhängig hat? Beim B10 ist es tatsächlich so, dass ich über den Akku sozusagen den Dauerstrom reinstecke. Das heißt, da gibt es keine separate Lösung, wo ich einen Dummy hätte, wo ich einfach nur den Strom reinstecke, sondern das ist immer kombiniert mit dem Akku. Okay. Genau. Und was haben wir denn noch für tolle Features in der B10 verbaut? Genau, also das schönste Feature sozusagen ist das, also wenn ich jetzt hier gerade mal den Stativadapter zum Beispiel abnehme, ist es einfach so, wenn ich den B10 nehme, also die 250 Wattsekunden Variante, dann habe ich tatsächlich eben einen Blitz, der etwas größer ist oder ungefähr die Größe hat eines großen 2,8-80-200 Zooms. Das heißt, passt eigentlich fast in jede Fototasche, ist relativ leicht, eine sehr, sehr mobile Geschichte. Und es ist auch das erste Gerät. Wir haben heute Vormittag über die RX-Software bzw. Option von Profoto gesprochen. Und das ist das erste Gerät, was dieses Jahr eben damit ausgestattet worden ist. Weil es eben schon Bluetooth eingebaut hat, konnte man da einfach über ein Firmware-Update dann eben auch das RX fähig machen. Das heißt, auch da mit dem B10 könnte ich theoretisch mit dem iPhone fotografieren, direkt aus dem iPhone ohne Remote oder irgendwelche anderen Geschichten. Mit dem iPhone direkt fotografieren? Jawohl. Nutzt man dafür dann die iPhone-eigene Kamera oder braucht man dafür eine spezielle App? Das ist dann unsere Profoto-App tatsächlich, mit der ich sowieso alle Geräte fernsteuern kann über den Connect oder eben in dem Falle dann direkt den B10 fernsteuern kann. Gut, und was, man kann es ja aber auch noch, für Android gibt es das System ja noch nicht, aber es gibt eine andere App, mit der man quasi das Gerät steuern kann. Und genau. Die ist für beide Systeme. Die ist für beide Systeme, genau. Die App sozusagen auf Android läuft nur als Fernsteuerung für die Geräte. Gut, und das Einstelllicht? Genau, das Einstelllicht, das ist eben auch eine Besonderheit. Ich mache das jetzt hier einfach mal an. Ich hoffe, ich blende die Kamera nicht. So. Na, also wir haben hier ein LED-Einstelllicht und was man eben wirklich variabel in der Farbtemperatur ändern kann. Ich denke, man sieht es auch online. Und das ist eben der Übergang sozusagen für die Fotografen, die eben auch Videos machen müssen. Ich mache das wieder aus. Ein ganz großer Vorteil, weil ich mich dann eben wirklich anpassen kann. Also ich kann nicht speziell eine Farbtemperatur eingeben, aber ich kann mich natürlich, wenn ich ein Setup mache, dem Umgebungslicht anpassen. Aber die Farbtemperatur lässt sich ja auch über die App steuern, richtig? Genau, aber auch da eben nicht in Kelvin, in Grad Kelvin, sondern einfach nur ein Schieberegler von warm zu kalt. Genau. Okay, und für wen ist eigentlich die Zielgruppe, dieses Gerät? Na, das ist im Prinzip für alle, die mobil fotografieren, also die sowohl eigentlich im Studio als auch mobil fotografieren wollen, die eine sehr leichte, sehr kompakte Serie haben möchten, mit denen sie eben schnell unterwegs
und vor allem halt einfach fotografieren können. Das heißt, ich kann über TTL kann ich dann meine erste Einstellung machen zum Beispiel, habe gleich mein Setup, eine richtige Belichtung und von da aus kann ich entweder weiter mit TTL arbeiten oder ich gebe dann in manuellen Modus, übernehme dann die Einstellung und korrigiere dann eben zum Beispiel über die App oder eben über die Remote. Genau. Und steuern tut man die natürlich über das Air Remote System, was speziell kameragebunden verkauft wird. Genau, also da haben wir für die großen Hersteller haben wir eben jeweils eine dezidierte Remote, also Sony, Canon und so weiter, Nikon, Fuji. Und genau, entsprechend gibt es dann die Air Remote, die das dann steuert. Aber es wird auch das Connect-System quasi funktionieren, genau. Was beim A10 auch im Bundle erhältlich wäre. Genau. Das ist auch schön. Wie ist denn der, wenn wir jetzt einen Direktvergleich von der B1X 500 Watt und der B10 Plus mal einen Direktvergleich machen würden? Ich habe beide Geräte hier, wenn ich mal da reingehen darf. Das heißt, man sieht schon einfach von der Größe her, der B1X ist einfach deutlich größer. Kapazitätstechnisch sind sie im Prinzip ähnlich. Sie sind auch beides Flatfront-Geräte, das heißt also nicht mit einer extrudierten Blitzröhre, sondern eben eine flache Front. Und auch von der Batteriekapazität sind beide ähnlich, so um die 350, 400 Aufnahmen bei voller Ladung. Trotz der verschiedenen Größen der Akkus? Genau. Wow. Genau. Also das ist einfach, dieses Gerät ist einfach deutlich jünger, entsprechend moderner, bessere Batterieleistung. Da konnten wir eben auch das lösen, dass wir da mit dem Strom direkt in den Akku reingehen konnten. Das heißt, unter Netzspannung arbeiten können. Und genau, großer Unterschied natürlich hier. Das ist ein ganz, ganz kompaktes Gerät. Bei dem B1X habe ich dann eben nochmal einen anderen Neiger, das heißt einen größeren, stabileren Neiger. Das heißt, wir haben ja zwei Linien an Lichtformern. Einmal die OCF, also Off-Camera-Flash-Lichtformer. Das heißt, das sind die leichteren, kleineren, tragbaren, sehr mobilen Geräte oder Lichtformer, die dann eben auf den B10, B10 Plus funktionieren oder eben mit dem OCF-Adapter, wie wir heute Morgen gesehen haben, auch beim A10. Die gehen aber nur in der Größe bis 2x3 Fuß. Mhm. Bei dem B1X, wie auch bei dem D2, der hier oben steht, da kann ich eben die ganze RFI-Reihe eben auch nach oben benutzen. Das heißt, da habe ich dann eben auch viel größere Softboxen, die ich dann benutzen kann. Gut, also auch ist es nicht zu empfehlen, quasi schwere Boxen ranzuhängen an dieses Gerät? Nee, würde ich nicht machen, weil einfach der Neiger, der am Gerät verbaut ist, der wird es nicht halten. Der wird es nicht halten. Genau. Okay, also ist einfach dafür die Friktion. Dafür gibt es ja quasi den B1X. Genau, dafür haben wir den B1X, der auch noch ein paar andere Feature hat zum Beispiel. Da könnte ich irgendwie vorne die Scheibe, die jetzt hier ein Frostglas ist, könnte ich austauschen. Durch welche die korrigiert sind. Das kann ich beim B10 nicht. Das heißt, da habe ich mit 300 Kelvin plus oder 600 Kelvin plus. Das heißt, ich mache das ein bisschen kälter, das Ganze. Entschuldigung, ein bisschen wärmer. Ich habe auch die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, selber die Blitzröhre zu tauschen, was eben bei dem B1X tatsächlich, B10, nicht möglich ist. Das heißt, das ist dann wirklich, wenn sie kaputt gehen sollte, eine Sache des Service. Das müsste dann eingeschickt werden. Also für die Mutigen, die sich das selbst trauen, eine Blitzröhre zu tauschen, ist der B1X definitiv der Service. Genau, insgesamt ist es ein Metallgehäuse. Genau, Metallgehäuse. Ein schwereres Gehäuse, aber ein Metallgehäuse. Sicher insgesamt ein bisschen robusteres Gerät als eben der B10. Aber die Blitzröhren, das sind auch definitiv unterschiedlich, das sind nicht die gleichen Blitzröhren? Das sind definitiv ganz unterschiedliche Blitzröhren. Wie gesagt, hier ist ein ganzes Modul mit verbaut und da wird eben nicht nur die Blitzröhre getauscht, sondern eben die Elektronik dahinter. Kann man was zu der Lebensdauer von der jeweiligen Blitzröhre sagen? Sind die B1X-Blitzröhren haben eine größere Lebensspanne als die B10? Oder da bin ich ehrlicherweise überfragt, aber ich würde sagen, nein. Da müsste ich unseren Servicetechniker fragen. Aber ich würde sagen, also ich habe noch bis auf Brüche, die passiert sind durch Stürze, habe ich es nicht erlebt, dass es irgendwie schneller ausfällt beim B10. Jetzt natürlich die Frage groß, wenn man früher seine Pro-Heads gewöhnt ist, mit der Pyrex dran,
Ja. Wie ist denn das in der Ausleuchtung von einer Softbox? Wenn man jetzt eine größere Softbox hat, hat man ja Gefühl und Verlauf drin, ja, weil man quasi nicht die Röhre außen liegend hat, sondern versenkt im Kopf. Wie ist denn da die Ausleuchtung bei größeren Boxen? Da ist es tatsächlich, also hier sind wir gewichtstechnisch eh limitiert bei dem B10, bei dem B1X ist es einfach so, wir haben das auch nachgestellt und nachgebaut. Es gibt dafür, ich kann ja nicht nur ersetzen durch ein flaches anderes Glas, sondern auch durch eine Pyrex-Glocke, den Flatfront. Das ist aber eigentlich eher Kosmetik, als dass es was bringt. Bringen tut es nämlich nicht viel, oder? Bitte? Bringen tut es nicht so viel. Es wird nichts ändern. Es wird es nicht ändern, weil der Reflektor im Prinzip im Gerät mit eingebaut ist. Was die Ausleuchtung angeht, wenn ich tatsächlich raufschaue, mir eine Softbox anschaue mit dem Einstelllicht, sieht es ein bisschen komischer aus, aber die Ausleuchtung ist auf jeden Fall gewährleistet. Das ist schon mal schön. Stichpunkt eingebaute Pyrex. Das heißt auch, dass der normale Zoom-Reflektor bei einem Pro-Head, den man da dran machen könnte, weil es die gleiche Adaption hat, auch unnötig wäre. Genau. Also der Zoom-Reflektor, normale, den brauchst du im Prinzip nicht. Es gibt speziell einen Spill-Kill-Kit, irgendwie, wo ich dann eben streulich zur Seite irgendwie nochmal ein bisschen begrenzen kann. Das ist tatsächlich ein ganz kurzer Tubus. Aber das sonst ist eben, wie gesagt, diese Flatfront-Geräte sind alle mit eingebautem Reflektor schon. Okay. Zum Thema Highspeed-Sync. Beide sind ja, kann man eigentlich sagen, dass die beiden gleich schnell sind? B10 und B1X? Ja, also von der Wiederholrate und auch von der, sind beide HSS-fähig mit den Kameras, die das entsprechend können. Das heißt, irgendwie da hätte ich keinen großen Unterschied zwischen beiden Geräten. Gut, und die Einstellung ist auch sehr simpel. Macht es die Kamera automatisch, also der AirSync, macht es automatisch die Einstellung HSS? Das ist kameraabhängig, das heißt bei manchen Kameras, so wie bei der Sony A7, muss ich tatsächlich umstellen. Im Menü muss ich dann auf externen Blitz gehen. In der Kamera? In der Kamera selber, im Kameramenü. Bei anderen Kameras ist es einfach so, dass es automatisch umgestellt wird. Okay. Gut, für die Dauerstromlösung gibt es ja quasi... Genau, D2. Man sieht, das ist auch eine Familie, der D2 und der B1X. Genau, also das ist die normale Heavy-Duty-Lösung, die wir in ganz, ganz vielen Studios haben, die auch in der Zwischenzeit sehr, sehr viel den Pro-10-Generatoren Konkurrenz gemacht hat im eigenen Haus, weil sie einfach sehr kompakt, sehr easy zu bearbeiten, also zum Arbeiten sind. Und genau, also ganz, ganz, das ist unser Arbeitspferd, würde ich mal sagen. So, und jetzt haben viele Fotografen verschiedene Systeme. Die sagen, ja, ich habe mir jetzt den B1X gekauft, ich möchte den B10 haben und den A10 oder den A1X habe ich ja schon. Inwiefern, wenn man jetzt alle Lichter zusammenspielen lassen würde in einem Set, wenn man ja quasi die Lampen hat, Kommunikation untereinander funktioniert bestimmt tadellos. Genau, also das ist schon mal die Kommunikation. Dafür sind wir eigentlich bekannt auch irgendwie. Das macht eben dieses System bei Profoto so rund. Über die AirSync und unsere Software ist es einfach sehr, sehr einfach, alle Geräte separat oder gemeinsam eben zu steuern. Und auch die Handhabung ist eben sehr, sehr einfach. Wie ist es in dem Zusammenspiel mit der Farbtemperatur? Ja, da passen die auch alle sehr gut zusammen. Der Einzige, der tatsächlich irgendwie, wo man manchmal ein bisschen drauf achten muss, darum haben wir eben auch diese Pyrex-Glocken bzw. Scheiben mit 300 und 600 Kelvin Korrektur. Bei dem D2 ist es tatsächlich so, dass er von Haus aus etwas kälter ist als die anderen Geräte. Und da muss ich mich dann eben, also wenn es ganz, ganz präzise auf die Farbe ankommt, müsste ich dann tatsächlich irgendwie nochmal eine andere Pyrex-Glocke oder Pyrex-Scheibe vorsetzen. Also gewisse Kelvin-Zahlen können wir jetzt nicht nennen, der Unterschied. Nee, aber das liegt schon im Bereich der höheren Scheibe. Also da würde ich schon die 600er Kelvin-Korrektur empfehlen. Gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles besprochen, was wir zu besprechen hatten. Genau. Ja. Falls Sie Interesse haben, zu Hause gerne mal die Ausrüstung zu testen, bei uns können Sie die auch mieten vor Ihrem Kauf. Oder sollten Sie den Einsatzbereich nur selten benutzen wollen, können Sie es auch bei uns mieten.
zum Tagespreis. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Danke, Marc, dass du da warst. Danke sehr. Schön, dass ich hier sein durfte unter diesen speziellen Umständen. Aber es hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Schön. Also echt gut, dass es geklappt hat. Und sollten Sie noch Fragen haben, können Sie noch bis 15 Uhr bis zur 15 Uhr bin ich noch hier erreichbar. Sie noch gerne Fragen stellen. Gerne auch anrufen. Wir sind da und leiten dann Anrufe auch weiter. Alles klar. Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Tschüss.